Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockte Witches Reward Hunt hier mit dem freundlichen grauhaarigen Herrn Geralt. Ja, was machen wir heute? Wir sollen hier triftig mit Olgirds Kontaktmann in der Taverne zur Alchemie, weil wir sollen die Rose abgeben, die wir gestern gefunden hatten. Und es war die Rose vom Wörthersee. Ja, und genau da, die geben wir jetzt ab. Novigrad wird beschützt. Novigrad wird beschützt und es ist trotzdem nachts nicht sicher. Es ist immer so. Es ist wie heutzutage mit der Polizei. Es werden nur die oberen 10.000 geschützt. Das Volk ist egal. Das ist der Status Quo erhalten. Der Status Quo. Gut, dann gehen wir mal hier in die Kneipe rein. Warte mal, kotzt die wieder synchron? Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, ja. Aber zumindest waren die gerade synchron. Nee, jetzt ist nur der eine am Reihen. Ja, das ist eine ganz tolle Wache, wa? Also, Wache over 9000. Na gut. Gehen wir mal zu den Kontaktmann. Hallo, Herr Kontaktmann. Zwei Humpen und ein bisschen plötzlich. Das heißt ZZ oh, ziemlich zügig, aber ist ein anderes Thema. Anstand. Und ich guck hoch und da, er leert das halbe Fass in einem Zug. Ja, D-Zug oder was du Bummelzug, wer weiß. Geralt, hier drüben. Ah, da ist er, auf dem Tisch. Hey, da Weißlöckchen. Oder nicht. Du siehst aus wie einer, der zechen kann. Danke, ein andermal. Hey, lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein. Okay. Okay, da guckt sogar jetzt gerade Jenny sehr verwirrt auf den Motor. Was ist da los? Der bewegt sich und alle anderen bleiben natürlich so stehen. Warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Oh ja, das stimmt allerdings. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Mm. Du hast also doch zugehört. Ja, so ist der Hexer. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Mhm. Kontrollierst du wirklich die Zeit oder ist das nur ein Taschenspielertrick? Welchen Unterschied macht das? Einen großen. Sagen wir, die Zeit hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich mir ihre optimale Nutzung beigebracht. Oh. Warum gerade die Zeit? Geralt, es gibt vier Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Zeit. Welche davon sollte mich faszinieren? Die Breite? Bitte. Ja. Er könnte fast Physiker sein. Wer bist du eigentlich? Gaunter Odim, auch bekannt als... Das meine ich nicht. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Mhm. Und stürzt sie in ein Meer aus Leid. Nein. Ich nicht. Das sind ihre schlecht formulierten Wünsche. Ich bin kein Betrüger. Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Wenn sie sich unwürdige Dinge wünschen, liegt das durchaus an ihrer verkommenen Natur. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Ein Djinn? Willst du das wirklich wissen? Ja. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Ich würde mal sagen, er ist der Teufel. Brauche ich noch. Tja. Wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgird prächtig geschlagen.
Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen. Na Wahnsinn. Ich sollte ihm 3 Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mahl weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen. Davon war nie die Rede. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das ändert die Bedeutung des Vertrags. Auch bei mündlichen Verträgen. Ich sagte wörtlich, ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Ja, ich erinnere mich. Erfülle deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mahl entfernen. Na, wird ja auch Zeit dann irgendwann mal. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Was zum Teufel? Was macht die Fliege in meiner Suppe? Ich hab nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen. Woher kommst du plötzlich? Ich bin ein Hexer. Übermenschliche Schnelligkeit ist nur eine meiner Qualitäten. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Nein, jetzt hör genau zu. Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lilvani kommen, südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Na. Warte mal! Deine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Danke. Ja, danke sehr dafür. Ja, so, was ein Mann sät, da haben wir's. Gut, triff dich mit Olgierd beim Tempel. Optional, sprich mit Shani in ihrem Haus. Ich würde mal sagen, machen wir das als erstes. Müssen wir erstmal hier raus, hier ist das so laut. Ich höre meine eigenen Gedanken nicht. Gut, dann gehen wir erstmal zu der Dame hin. Mal sehen, was die für uns sozusagen schon bereithält. Kicken wir mal. Wo müssen wir hier rein? Das wird da unten da irgendwo sein, schätze ich mal. Ja, da unten ist das. Boah, ich renne hier immer gnadenlos vorbei. Es gibt keine richtige Zwischengeschwindigkeit, habe ich das Gefühl. Ja, hat man schon mal gehabt, das Problem. Immer beim Looten und so weiter. Wo kommen wir denn hier hoch? Da ist das runter. War so ein bisschen blöd, das Haus hier. Hä? Oder mussten wir runter hier? Ne, da war es hochgehen. Okay. Aha, da ist er auch schon. Shani? Geralt, gut, dass du kommst. Ja, gerne doch. Was ist los, junge Dame? Was ist passiert? Hat jemand eingebrochen? Hier? Ach, nein, ich ziehe nur um. Was? Wann? Wohin? Ach, darüber wollte ich nicht reden. Jedenfalls nicht nur, aber... Aber? Was aber? Komm, raus mit der Worte. Ich gehe, Geralt. Ja. Die Ostfront ruft. Ah. Aha. Du hast nicht erwähnt, dass du einen Umzug planst. Ja, hat sie nicht gemacht, oder? Ich wusste es nicht. Erst seit heute früh. Ah, zeitnahe Information, ich verstehe. Es waren 2 Soldaten hier. Redanien braucht mich angeblich wieder. Hättest du nicht einfach Nein sagen können? Ach, vielleicht. Aber das wollte ich nicht. Ich will meiner Berufung folgen. Und das geht nirgends besser als an der Front. Da hat sie allerdings recht. Ja, ich verstehe. Werde ich. Werden wir uns jemals wiedersehen? Na, wer weiß. Eines Tages bestimmt. Jo. Und, hast du was über Olgierd erfahren? Tja, ich habe die Bücher bald zugeklappt. Okay. Weil ich mir dachte, dass ich die Wahrheit nur von jemandem erfahre, der ihn kennt. Ja. Hast du jemanden gefunden? Ich musste nicht lange suchen. Oh. Ein Kollege an der Akademie, der Assistent von Professor Primitin Schüttlock, sagt,
dass Olgierd von Everex sich öfters mit dem Professor getroffen hat. Okay. Dabei hat Olgierd offenbar verlangt, dass der Professor etwas erforscht. Der Professor hat sich so hineingesteigert, dass er seine Notizen nicht rausrücken wollte. Nicht mal seinem Assistenten wollte er sie zeigen. Aha. Der Professor, wo finde ich den? Hier in Ochsenfurt. Zurückgezogen in seinem Haus auf dem Akademiegelände. Mit Hexenjägern auf der Türschwelle. Okay. Wieso stehen da bitte Hexenjäger vor der Tür? Hexenjäger auf der Türschwelle. Steht er unter Hausarrest? Das weiß ich nicht. Manche an der Fakultät halten ihn für einen Verräter, der sich von den Hexenjägern hat kaufen lassen. Aha. Der Assistent wiederum meint, dass der Professor sich von ihnen beschützen lässt. Ich weiß nicht, wovor. Und was glaubst du? Dass er ihnen sicher nützlich ist. Ein Fachmann für Schwarzmagie und Okkultismus ist die reinste Fundgrube an Wissen. Tja. Wenn er wirklich den Verstand verloren hat, wäre es nicht erstaunlich, wenn sie ihn benutzen. Ich muss mit diesem Professor reden. Ich gehe mit. Die Akademie ist voller redanischer Wachen. Da kommst du nicht alleine rein. Wachen waren mir noch nie ein Hindernis, das weißt du. Aber wenn du diese verwundest, muss ich sie wieder flicken. Ist was dran. Außerdem könnten wir einem Freund begegnen. Dann kommen wir ganz leicht rein. Okay, das ist das Argument. Folgen wir mal der jungen Dame. Hallo Shani, wir kommen mal hinter... Was war denn das für eine komische Treppe? Oh Gott, ey. Mensch, ich bin von diesem Spiel manchmal sehr irritiert. Akademie? Du meinst, seit Radovid sie geschlossen hat? Ich will wissen, ob sie gut bewacht ist. Vermutlich nicht. Viele Mitglieder sind in den hohen Norden geflohen. Die Tapferen sind geblieben, haben sich aber als Schneider und Wäscherinnen verkleidet. Aha. Warum? Neugier. Die Gelehrten hatten sich offenbar Magiertaktiken zugelegt. Kooperieren sie? Für Radovid gibt es kaum einen Unterschied zwischen ihnen. Dich scheint er ja zu tolerieren. Weil er mich braucht. Vorläufig. Tja. Also, an die Ostfront. Und dann? Kommt drauf an, wo man mich hinschickt. Wo es auch sein mag. Pass auf dich auf. Mach ich immer. Keine Sorge. Tja. Streitlustig, wie? Streitlustig? Wir laufen hier nur lang. Was will der von mir? Also manchmal gibt es hier seltsame Typen in dieser Welt. Also sehr, sehr merkwürdig. Vor allen Dingen finde ich sehr merkwürdig, dass wir hier so genau in der Mitte des Weges laufen. Ja, anstatt sich so ein bisschen am Wegesrand. Hier kann ja jemand mit einem GTH vorbeilaufen. Also Grand Thief Horse. Ja? Man weiß es ja. Mensch. Deshalb sollte man eigentlich eher so an der Seite entlang laufen, ne? Aber sie so voll in der Mitte, ist ja Ärztin, weil lasst mich durch, ich bin Arzt oder so eine Art, ne? Kennt man von anderen Spielen. Ich mag gerade die Atmosphäre, die ist toll. Hat ein bisschen was von der Sommernacht. Hm? So ein schöner Spaziergang ist immer eine schöne Geschichte. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, ne? Wenn nicht so viele korrupte Zeug draußen rumlaufen würde. Heutzutage traut man sich ja kaum unbewaffnet hinaus. Versteht, was ich meine. Ne? Also Mindestbewaffnung ist heutzutage eine Mark IV Panzer oder sowas. Ne? Besonders wenn er nach Kreuzberg oder nach hier Hellersdorf oder sonst wohin will. Ne? Alles so eine Geschichte. Ne? Kennen wir das nicht? Also so aus der deutschen Geschichte? Hashtag Bücherverbrennung oder was machen die hier? Warum liegen die ganzen Bücher hier draußen? Warte mal, kann man die hier angucken? Warum liegen die ganzen Bücher hier draußen? Was ist denn hier los? Sehr merkwürdig. So, da sind die beiden Wachen draußen. Mal sehen, was die haben. Halt! Auf Befehl König Radovids darf niemand die Akademie betreten. Nicht mal Dozenten? Niemand heißt keiner. Na, du bist ja ein Pedant geworden, Norbert. Als ich dich wieder zusammengenäht hatte, warst du viel freundlicher. Wie geht's denn dem Knie? Ganz wunderbar. Als wäre nie ein Fall drin gewesen. Du kannst dich glücklich schätzen. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, dich zu operieren, wärst du auf ewig ein Kuppel. Vielleicht können wir sie reinlassen. Sie ist anständig. Die klaut nichts. Sie ist anständig, sie klaut nichts. Na gut. Aber alleine. Der Hexer erregt zu viel Aufmerksamkeit. Für den will ich mich vom Hauptmann nicht anraunzen lassen. Pass auf.
Ich gehe rein und helfe dir dann, hinten reinzuschleichen. Und wie? Weiß nicht. Ich denke mir was aus. Auf der Flussseite sind normalerweise viel weniger Wachen. Geht klar. Okay, gut, die reden sich ganz normal und die Wachen kriegen das nicht mit, oder was? Ich weiß es nicht. So, jetzt, falls der eine oder andere nicht weiß, warum ich gerade gelacht habe. Der eine Wachmann, also hier der mit der wenigen Haare auf dem Kopf, also man spricht auch Glatze. Also der redanische Soldat da vorne mit seiner Pike. Der hat ein Knieproblem, weil da irgendjemand ihm mit einem Pfeil da reingeschossen hatte. Und das ist eigentlich eine Anekdote aus Skyrim. Ja, da gibt's auch so, ihr müsst mal Skyrim spielen. Dann versteht ihr das Ganze. Also gab's jedenfalls auch einen, der mit einem Pfeil im Knieproblem hat. Oh je. Ei. Ich sag ja, man erlebt immer wieder lustige Sachen in dieser Welt. Danke für diese Anspielung auf Skyrim. Ja, Skyrim. Wollte ich eigentlich hier mal spielen, Skyrim, The Elder Scrolls. Also jetzt nicht das Online-Teil, was ich ja sowieso spiele bei Twitch. Also der eine oder andere wird ja schon mal zugeschaut haben. Aber eben das Solistenteil. Ich hab's ja. Aber ich werde irgendwie nicht richtig warm damit. Ich werde es irgendwann nochmal probieren. Vielleicht werde ich mal warm damit. Dass ich es wirklich mal auch vielleicht mal sogar durchspiele. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich nochmal nur Stream-only vielleicht auch nochmal Fallout 4 spiele. So, was haben wir denn da? Irgendwelche Wasserviecher. Jo, machen wir mal. Wasserviecher. Yeah. Damit ist links mit, danke sehr. Ja, eine Schönheit ist er sie es bestimmt nicht. Gut, okay. Schauen wir mal. Wir haben hier wieder ein bisschen was zum Looten. Nehmen wir natürlich alles mit. Wir waren jung, wir waren dynamisch erfolglos und deshalb brauchten wir die Kohle. So, dort haben wir alles und dann geht's hier mal weiter. Shortcut. Einige Zeit später. Psst. Bist du da? Ja. Oh, sehr unauffällig. Schnapp das Seil. Na, mach da auch. Wir mal sehen, ne? Wo hast du das Seil her? Lange Geschichte. Okay. Aber wir haben es geschafft. Professor Schüttlocks Haus steht am Ende dieser Straße. Hexenjäger bewachen die Tür. Ich glaube nicht, dass ich die bequatschen kann. Du warst schon eine große Hilfe, Shani. Danke. Ja. Schon gut. Du hättest dasselbe für mich getan. Wenn du mich nochmal sehen willst. Ich bin zu Hause. Muss noch eine Weile packen. Jo. In Ordnung. Bis dann. Jo, bis dann, junge Dame. Gut, dann wollen wir mal uns um das Haus kümmern. Das befindet sich gleich dort. Aber nicht mehr heute. Das machen wir morgen. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Und ich gebe euch mal einen Tipp. Schaltet den Computer aus und geht mal hinaus bei dem schönen Wetter. Also in dem Sinne, ciao, bye bye und cheerio.